Ja, hi Leute, in diesem Video möchte ich euch Siri auf dem Apple TV vorstellen mit der Siri Remote und ich wünsche euch viel Spaß. Ja, Apple hat auf dem neuen Apple TV auch endlich Siri eingebaut und Siri fürs Apple TV vorgestellt. Und es gibt wirklich coole Funktionen, die ihr mit Siri auf dem Apple TV machen könnt. Allerdings gibt es zu Anfang noch einiges zu beachten. Um Siri zu aktivieren, braucht ihr die Siri Remote und natürlich eine Internetverbindung. Und die Siri Remote ist in jedem Apple TV dabei, allerdings ist Siri nicht in jedem Land verfügbar. Heißt, ihr habt aber dieselbe Fernbedienung, nur die Funktion Siri existiert auf eurem Apple TV nicht. Siri auf dem Apple TV gibt es bis jetzt nur in Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Japan, Spanien, England und in den USA. Also falls ihr nicht in diesen Ländern wohnt, habt ihr leider Pech. Es gibt noch kein Siri für euer Apple TV, müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Aber jetzt zeige ich euch mal, was Siri so kann. Ja, was müsst ihr machen, um Siri zu aktivieren? Beim Setup müsst ihr natürlich Siri aktiviert haben. Wenn das nicht so ist, könnt ihr es in den Einstellungen nochmal aktivieren. Aber dann habt ihr hier eine Siri-Taste auf der Siri Remote. Und wenn ihr die einmal drückt, dann wird euch angezeigt, dass ihr zum Sprechen die Taste gedrückt halten müsst. Falls ihr mit Siri arbeiten wollt, drückt die Taste, haltet sie gedrückt und redet dann in die Mikrofone, die hier vorne oder da hinten sind. Ich halte dann die Remote eigentlich immer so in Richtung Gesicht, damit Siri mich versteht. Und dann schauen wir einfach mal, was man mit Siri so anstellen kann auf dem Apple TV. Wie ist das Wetter in San Francisco? Wie spät ist es in Tokio? Zeige mir gute Horrorfilme. Zeige mir Kinderfilme. Zeige mir lustige Fernsehsendungen. Ja, dann sehen wir das Wetter von San Francisco. Wir können dann hier auf dem Touchpad einmal nach oben. Dann sehen wir hier die komplette Wettervorschau mit lauter Informationen dort unten, dass eine 20%ige Regenchance ist, wir 81% Luftfeuchtigkeit haben, 10 km/h Windstärke, das gefühlte 16 Grad sind und es sind auch 16 Grad und wann Sonnenaufgang, Untergang ist und so weiter. Siri redet leider nicht direkt mit uns, sondern zeigt immer nur die Antworten an und dann sehen wir eben die Uhrzeit in Tokio, Japan ist 19.11 Uhr. Ziemlich spät schon. Ja, dann werden uns Kinderfilme angezeigt, die wir unseren Kindern zeigen können. So, dann haben wir TV-Sendungen in der Kategorie Komödie, die wir anschauen können. Wir können also sehr, sehr viel suchen. Was ich wirklich sehr, sehr cool finde, wenn wir ein Video anschauen, können wir sagen, was hat er gesagt oder was hat sie gesagt? Und dann spult das Apple TV automatisch 30 Sekunden zurück und wir können uns das Ganze nochmal anhören. So, jetzt haben wir zum Beispiel nicht verstanden, was gesagt wurde. Dann fragen wir Siri, was hat er gesagt? So, dann wurde 30 Sekunden zurückgespult und wir können uns nochmal anhören, was gesagt wurde, falls ein bisschen undeutlich geredet wurde und eben bei iTunes-Filmen wird der Untertitel aktiviert, damit wir noch nachlesen können, was passiert ist. So, dann können wir natürlich noch nach Aktien fragen, falls wir das wollen. Wie steht die Apple-Aktie? Dann zeigt er uns hier die Apple-Aktie an. Wenn wir hochstreichen, sehen wir dann nochmal den genauen Verlauf der Aktie. Geht also ziemlich runter und wieder hoch, wie es halt bei den Aktien so ist. Und wir können natürlich wie auf dem iPhone sagen, öffne den App Store. Öffne die Einstellungen. Und wie auf dem iPhone kann uns Siri natürlich auch Witze erzählen. Erzähl mir einen Witz. Was ich wirklich sehr schade finde, Siri redet mit uns am Apple TV nicht, sondern zeigt ihre Antworten einfach nur an. Ist etwas schade, finde ich, denn ich finde Siri sehr lustig, wenn sie mit einem redet. Gibt es am Apple TV leider nicht, weiß ich nicht warum, ist aber so. Und ich würde sagen, das war es dann auch schon mit meinem kleinen Überblick zu Siri auf dem Apple TV. Finde ich, ist eine gelungene Neuerung, ist wirklich nützlich manchmal und zudem auch eine kleine nette Spielerei. Und ja, schreibt mir nochmal in die Kommentare, wie ihr Siri auf dem Apple TV findet. Findet ihr es nützlich oder eher nicht so nützlich? Und werdet ihr es, falls ihr ein neues Apple TV habt, auch selber nutzen? Ja, ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, was ich natürlich hoffe, könnt ihr einen Daumen nach oben geben und dort unten auf Abonnieren klicken. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!